Ja, hallo zusammen. Hier ist der Manuel und ich melde mich heute mal zum Thema, wieso alle nach Spenden betteln und keiner Geld bekommt dafür, für das, was er macht. Ja, warum das nicht funktioniert. Ich möchte euch heute erklären, wieso die Monetarisierung für Inhalte von Aktivisten sehr schwierig ist. Ich möchte euch einfach erklären, warum der Ist-Zustand so ist, wie er ist. Ich möchte euch vielleicht auch kurz darauf hinweisen, dass es mich selbst als Zuschauer auch nervt, wenn andauernd nur noch Spenden gebettelt wird. Ja? Und weil ich so cool bin, möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr vielleicht doch erfolgreich werden könnt mit dem, was ihr macht. Oder euer Konzept vielleicht ein bisschen umstellt und dann auch Möglichkeiten zur Monetarisierung findet. Kurz und knapp ein paar Tipps für meine Freunde und Kollegen bei YouTube und auf anderen Plattformen. Als allererstes möchte ich ein paar grundlegende Sachen kurz loswerden und dafür werde ich mein cooles Whiteboard nutzen. Und zwar geht es eigentlich um ganz grundlegende Sachen, nämlich dem Verständnis eines Marktes beziehungsweise wie ein Kaufvertrag zustande kommt, wie ein Tausch auch zustande kommt mit dem Tauschmittel Geld. Aber eigentlich geht es auch wirklich um das ganz grundlegende Prinzip des Marktes, Angebot und Nachfrage. Ja? Auf der Angebotsseite haben wir YouTuber, haben wir Blogger, haben wir Aktivisten, die in erster Linie bereits kostenfrei Content zur Verfügung stellen. Wir haben auf der Angebotsseite nicht nur einen, sondern wir haben sehr viele, die dieses Angebot anbieten. Und wir haben auch sehr viele, die sich vielleicht auch von der Qualität gar nicht so wirklich unterscheiden. Beziehungsweise gibt es da nur wenige, ja, die wirklich total unique sind oder sehr exklusiv sind in dem, was sie machen und dadurch eigentlich ein knappes Angebot haben. Ja? Im Grunde haben wir hier ein sehr großes Angebot. Auf der anderen Seite, die Nachfrager, die Konsumenten, die Zuschauer, so bei YouTube, das sind natürlich schon auch viele, aber im Verhältnis jetzt gar nicht so viele, weil es doch auch schon sehr viele gibt, die natürlich selber Content erstellen, was ja auch super ist. Ja? Wir wünschen uns ja, dass es immer mehr werden, aber es ist ja immer noch ein Bruchteil, wenn man so ganz Deutschland anschaut oder den deutschsprachigen Raum. Ja? Jetzt könnte man natürlich noch weiter sagen, wahrscheinlich sind da einfach auch viele dabei, die einfach eh keine Kohle haben. Ja, also ist ja überhaupt nicht böse. Viele, die einfach am Existenzminimum sind, vielleicht auch, und das ist eine Vermutung, vielleicht viele, die auch eben nicht erwerbstätig sind, dadurch vielleicht auch entsprechende Zeit haben, eben auf YouTube rumzuhängen. Und da ist natürlich dann auch nicht viel, was man holen oder erbetteln könnte. Ja. Das ist mal die Situation. Und dann haben wir noch das Problem, dass es als solches eigentlich gar kein wirkliches Angebot gibt. Ja? Denn, und da male ich jetzt noch einen Pfeil runter, wie funktioniert denn das Ganze? Das Ganze funktioniert eigentlich so, dass wir auf der einen Seite eine Leistung haben und dafür wird dann ein Preis bezahlt, aber halt auch nur, deswegen steht hier Wert, wenn es dem, der bezahlen soll, das wert ist. Ja? Und das wird sehr schwierig, wenn das Angebot, nämlich die Leistung, etwas ist, was es eh schon mal umsonst gibt, was es in einer Vielzahl von verschiedenen Anbietern gibt und wenn es qualitativ einfach vielleicht auch nicht so viel hergibt, dass man bereit wäre, dafür was zu zahlen. Ja? Und das ist natürlich, wenn ich mich mit hier so einer Kamera hinstelle, dann müsste ich schon selber verdammt genial sein, wenn ich mir das bezahlen lassen würde, dass ich hier jetzt ein YouTube-Video hochlade. Ja? Aber noch viel schlimmer ist eigentlich, dass es hier gar kein konkretes Angebot gibt. Ja? Dass diese Aufforderung, bitte unterstützt mich und meine Arbeit, die verpufft einfach, weil die gar nicht da ankommen kann, wo sie ankommen soll. Weil eigentlich sollte es ja heißen, hey, ich reiße mir hier den Arsch auf und mache lauter Videos, die ich umsonst zur Verfügung stelle, aber weil wir ja alle so cool sind, bitte bezahlt sie doch freiwillig. Aber so funktioniert es halt nicht. Ja? Noch ein weiteres Problem, was ich auch wirklich sehe, und das ist auch ein Grund, warum ich das überhaupt nicht machen könnte,
Denn, ja, wenn ihr eine Leistung anbietet, Videos, und das und die Hauptintention wird, dass ihr dafür Geld haben wollt, dann müsstet ihr ein ganz anderes Format wahrscheinlich machen, ein anderes Konzept wählen. Dann müsstet ihr eure Videos so produzieren, dass ihr maximal viel Geld damit generieren könnt. Und eigentlich ist es ein Widerspruch zu dem, dass man einem Videomacher abnimmt, dass er hier wirklich ohne ideologische Gründe einfach versucht, Informationen bereitzustellen oder dass jemand total eigennützig jemanden aufklären möchte. Ja, das steht ja im Widerspruch zu dem, dass ich Videos mache, um halt damit Kohle zu verdienen. Und mich würde das auf jeden Fall in dem, was ich mache, behindern, weil dann müsste ich wirklich andere Videos machen. Ja? Jetzt tue ich mal hier kurz das Whiteboard reinigen. Aber das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Und da braucht man sich auch nicht wundern. Ja? Und es ist auch wirklich so, dass das Angebot, was es halt auf YouTube gibt, das wächst natürlich stetig. Ja, und wenn der Content eh schon umsonst zur Verfügung steht, so, dann gibt es echt keinen Grund, für etwas zu spenden. Ja? Weil die Frage, die sich natürlich der potenzielle Kunde, und darum geht es ja dann eigentlich, stellt, ist ja, brauche ich das? Ist mir das das wert oder kann ich auch ohne? Ja? Naja gut, es ist umsonst, also schaue ich es an. Das heißt, da ist einfach schon ein Fehler im Produkt. Ja? Wenn ihr Videos macht, um Leute aus Leidenschaft oder aus was weiß ich für eine Motivation zu erreichen, weil ihr sie gerne informieren oder aufklären möchtet, dann ist das eigentlich schon mehr als genug, wenn die Leute euch ihre Aufmerksamkeit geben. Ja, das ist die Lebenszeit der Menschen. Wenn ihr ein Stundenvideo macht und sich das jemand reinzieht, dann wollt ihr auch noch, dass er euch dafür unterstützt. Seid mal dankbar, dass euch die Leute eine Stunde lang angehört haben. Ja? Jetzt noch mal was anderes, und zwar habe ich auch gesagt, ich möchte ein paar Tipps geben. Und jetzt möchte ich gleich ein paar Tipps geben, wie man vielleicht sein Konzept oder was man generell halt machen könnte, um ja, als Blogger, als YouTuber, als Aktivist eben auch seine Reichweite zu monetarisieren. Nennen wir es einfach mal so. Ja? Vorab möchte ich aber trotzdem nochmal einfach etwas sagen, und das sage ich einfach nur als YouTube-Schauer, weil ich ziehe mir ja die ganzen Sachen rein und mich langweilt das mittlerweile tierisch, weil ihr alle super krass am Battle seid. Ja? Kulturstudio verstehe ich ja noch, den haben sie zweimal den Kanal komplett gelöscht, von Monetarisierung ja gar keine Frage, auch Nuovisu, die haben halt da auch ein Studio und produzieren natürlich auch Sendungen mit bisschen mehr Budget oder Aufwand, wie jetzt ich hier, wenn ich eine Kamera aufstelle. Ja? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, und da jetzt nichts gegen dich, Hagen, direkt, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht, aber mich nervt es, wenn du ein 5-Minuten-Video einfach nur übersetzt und dann nach 10 Sekunden gleich wieder so die Aufforderung kommt, und wenn Sie, bitte unterstützen Sie diesen Kanal mit einer Spende oder verbreiten Sie dieses Videos. Ich würde vermuten, und das ist nur eine Vermutung, dass man vielleicht auch mit Zurückhaltung sogar noch den einen oder anderen motivieren könnte. Ja? Trotzdem, ein ganz wichtiger Grund, was eh schon umsonst ist, was kein knappes Gut ist, warum sollte ich dafür Geld ausgeben? Ja? Also, jetzt kommen wir zu Tipps zur Monetarisierung. Kann eh keiner lesen, aber trotzdem, der Vollständigkeit halber, muss ich es aufschreiben. Und zwar schreibe ich jetzt mal Produkte definieren. Ja, kann zwar auch keiner lesen. Was meine ich damit? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr wollt, dass euch jemand Geld bezahlt für eine Leistung, die ihr anbietet, dann müsst ihr die auch ganz konkret definieren und auch einen Preis benennen. Gott, kann echt keiner lesen. Denn nur dann kann jemand anders sich überlegen, ob es ihm wert ist. Ob es sich für ihn lohnt, dafür folgenden Preis auszugeben. Und das könnte man, und das habe ich auch schon mal gesagt, sowas hat, finde ich, der Oliver Janich ganz schlau gemacht. Der hat es einfach ganz klar benannt, was Unterstützer denn für eine Leistung bekommen, wenn sie ihn unterstützen. Und da hört ihr vielleicht jetzt auch schon, da ist ein Unterschied dabei, wenn ich sage, bitte unterstütz mich, du bekommst dafür
XY, wenn ich einfach nur sage, unterstütz mich. Denn für einen Unterstützer, da muss doch ein Effekt dabei rausspringen, wenn er jemanden unterstützt. Im besten Fall weiß ich, bevor ich jemanden unterstütze, was meine Unterstützung wirklich bringen wird, welche Veränderung ich mit meiner Unterstützung erreichen kann. Ja? Und natürlich in erster Linie, was ich mir vielleicht selber damit Gutes tun kann. Und da muss man sich halt überlegen, wie kann ich vielleicht Produkte schnüren. Ja, und jetzt so hat es der Oliver gemacht zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber nur so als Beispiel, für Unterstützer, die 5 Euro im Monat stützen, die kommen in eine interne WhatsApp-Gruppe, wo er auch mit drin ist. Ja? Und dann kann man sich überlegen, ist es mir wert, 5 Euro im Monat zu zahlen, dass ich mit dem Oliver Janich in einer WhatsApp-Gruppe bin? Ja, und dann kann ich mir das einfach überlegen. Dann ist das ein ganz klares Angebot und ich kann mir überlegen, ob der Preis für mich stimmt. Ja? Und da kann man natürlich auch virtuelle Produkte sich überlegen. Ja? Nur dann darf man die nicht umsonst zugänglich machen, das ist ja auch nicht böse. Dann muss man die exklusiv machen, aber die müssen auch Qualität haben. Ja? Sonst, warum sollte jemand dafür Geld ausgeben? Das nächste wäre, dass man noch konkreter wird. Ich glaube, .com. Und zwar, und so machen das ja auch viele, dass ich sage, okay, ich habe keinen exklusiven Content, ich biete aber Leuten an, die mich unterstützen wollen, dass die zum Beispiel bei mir hier unter einem Link einfach sich ein T-Shirt kaufen können, wo von mir halt 10 Euro dann gutgeschrieben werden. Und da gibt es was und da verdiene ich wirklich keinen Cent, aber ich mache das auch darüber mit ein paar Künstlern. Und das funktioniert sehr gut und das ist Spreadshirt. Das ist einfach so ein On-Demand-T-Shirt-Portal. Da muss man keinen Cent ausgeben, kann selber Designs in so einem eigenen Shop anlegen und die können sich dann Leute kaufen. Und man muss nichts machen und bekommt dann einmal im Monat Provision überwiesen. Muss man aber natürlich nicht versteuern. Ja? Aber das ist halt auch was sehr Konkretes. Ja? Und dann lasst ihr vielleicht eure Community ein T-Shirt designen. Dieses Design stellt ihr dann in euren Unterstützershop und dann kann ich mir wiederum ganz genau überlegen, ist es mir wert, dieses T-Shirt, 25 Euro? Ich weiß, dass ich damit aber auch noch den YouTuber XY unterstütze. Ja, das ist es mir wert und außerdem habe ich dann das T-Shirt. Ja? Oder ihr macht konkrete Projekt-Fundraisings. Warum funktioniert das mehr als nur nach Spenden zu betteln? Weil auch hier der Spender was ganz Konkretes vor Augen hat. Ja, zum Beispiel habe ich mir überlegt, dass ich, wenn ich sowas mache, dann werde ich ein ganz konkretes Projekt wie, dass ich dieses Jahr zum Beispiel echt mal wieder Bock auf einen geilen Urlaub hätte. Aber seit 4 Jahren komme ich einfach nicht dazu, weil es als Selbstständiger halt einfach nicht so einfach ist. Ja, das ist mir aber die Freiheit wert. Aber das wäre doch ein ganz konkretes Projekt. Fundraising. Damit der Manuel eine Woche mit seiner Freundin im besten Fall schönen Urlaub machen kann. 10.000 Euro Fundraising-Aktion. Und dann wäre das so konkret, dass sich jeder von euch überlegen könnte, ist mir das ein Fuffi wert, dass ich hier bei diesem Projekt mitmache? Denn ohne die Spende kommt das Projekt ja nicht zustande. Und dann komme ich auch wieder irgendwie ins Handeln. Ja, das ist natürlich jetzt ein dummes Beispiel, aber das würde euch auch vielleicht helfen. Ja? Das heißt, ihr könnt mit diesen 3 Tipps garantiert was machen. Ich helfe da auch gerne, wenn jemand Fragen hat, zum Beispiel bei Spreadshirt, wie das genau geht. Das ist aber wirklich easy. Ein bisschen Zeit werdet ihr investieren müssen, gar keine Frage. Aber glaubt mir, so könnte was draus werden. Ja? Und vielleicht noch abschließend, und das liegt mir wirklich am Herzen, so überlegt wirklich, ob ihr das nicht trennen wollt, dass ihr sagt, hier meine Informations-, Aufklärungs-, was weiß ich, Arbeit, dafür will ich nichts, ja? Dafür biete ich darüber vielleicht meine Arbeit an, das können wir vielleicht hier noch machen. Reichweite nutzen, Arbeit anbieten. Und das finde ich auch was total Cooles und Ehrenwertes, wenn ihr halt schon ein paar tausend Leute erreicht. Ja, dann könnt ihr doch auch mal ganz konkret eure Dienstleistung, die ihr vielleicht
am Start habt, anbieten. Und wenn euch Leute unterstützen wollen, ja, dann macht es doch Spaß, wenn ihr auch für die einfach arbeitet, konkret. Ja, vielleicht zahlen die euch dann besonders gut oder wie auch immer. Ja. Aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, und dann zum Beispiel bei mir, das machen wir jetzt auch gleich mal, wenn ihr mich unterstützen wollt, was ich echt richtig gut kann und aber total selten anwenden kann, ich mache halt seit 10 Jahren wirklich Riesenveranstaltungen, bin ich so mitverantwortlich, große Kongresse. Ja. Das heißt, wenn hier bei meinen Zuschauern irgendjemand ist, der eine Firma hat, die einen Messestand haben oder wenn irgendjemand auf einem Kongress eine Rede halten muss oder irgendwas, was halt mit Großveranstaltungen zu tun hat, da wäre ich genau euer Mann, um das Ding ordentlich hinzuschustern oder euch da zu unterstützen. Da wird es aber wahrscheinlich nicht so viele unter euch geben. Macht auch nichts, aber da kann ich euch auf jeden Fall helfen. Und wenn ihr generell Fragen zum Thema Marketing habt, weil ich da halt auch schon seit fast 9 Jahren jetzt als Dozent in diversesten Instituten tätig bin, aber auch natürlich über Praxiswissen verfüge. Ja? So, jetzt habe ich noch für mich Werbung gemacht. War natürlich jetzt auch ein bisschen Spaß, aber ich hoffe, dass ich euch damit helfen kann. Ja? Und bitte hört auf, andauernd nach Spenden zu betteln. Bis bald, euer Manuel. Ciao.